Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit Until Dawn. Ich war jetzt länger nicht online. Ich habe auch länger nicht Until Dawn gespielt. Ich muss mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Was ist das denn? So. Dann starten wir mal die Geschichte. Was bisher geschah bei Until Dawn? Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Ah, mein letztes Video ist schon etwas länger her. Ich hatte beruflich zu tun. Neuer Job am Dorf. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen und für dich. Ja, dafür ich mache einfach mal wieder was. Ich kann eigentlich gestern schon streamen, aber da habe ich ein bisschen technische Probleme. Und habe das auf heute verlegt. Eigentlich wollte ich mit WoW anfangen, aber vielleicht haben wir das da. Mal gucken. Mike! Jess! So, wo gehen wir lang? Ach, das ist gut. Ich mache mal wieder diese blöde Steuerung. Wow! Ich hab lang keine Playstation gespielt. Ich hab so voll Kacke. Ja, verdammt. Jessica! Jessica! Hast du überhaupt die Munition drin, hast du nicht? Oh! Wo ist er? Jess! Oh, Jessica! Ich seh dich! Nein! Ich schätze, dass er mal auf das zielt, was sie zieht. Okay. Auf sie, aber okay. Ja. Mann, ich laber zu viel. Ich werde mal ausmachen. Ich sollte mich nicht mehr vom Labern ablenken lassen. Weiter, genau. Das ist ein bisschen krass. Das ist krass. Weiter, da kann ich Kreis und wir versuchen jetzt wieder öfter ein Video zu verbinden. Morgen auf jeden Fall auch noch was. Das steht eigentlich schon fest. Wir versuchen jetzt am Anschluss, nachdem wir hier so ein bisschen abgespielt haben, noch eine Runde WoW einzulegen. Morgen habe ich Hausflug. Mal ein bisschen was geblieben ist. Es ist doch... Ich höre nur noch nicht. Die Mine. Was ist die Mine? Jessica! Thank you.
hier? Das geht so ganz entspannt. Schon wieder auf dem Klo, du musst rennen. Ich komme. Bin gleich da. Da gibt's nicht weiter. Ich komm schon, Jessica. Ich geh zwar gerade hier, als ob ich zum Shoppen gehe. So ganz chill und entspannt, aber ich komm schon. Jessica! Oh, wie cool. Jessica! Jessica! So nach dem Motto, den Killer gleich mal zeigen. Ich komme jetzt gerade in deine Richtung. Jess! Mach dich mal bereit. Bin gleich da. Genauso intelligent wie derjenige, der im Horrorfilm wenn er irgendwas im Haus hört. Nein, Jessica! Okay. Jemand, der, wenn er was im Haus hört, Jess, ist da hier. Okay? Sie geht noch. So heifelt. Hilfe! Okay. Doch, glaube ich. Ich glaube, das hat sich erledigt. Was zur Hölle? Gar nicht so einfache Steuerung. Man sollte echt überlegen, wann man etwas tut. Spiel. Schnell. Wir gehen schnell. Auch wenn das wahrscheinlich wieder ein Fehler war. Autsch. Okay, sicher. Besser ist es. Hey, ich hatte ihn schon. So eine Scheiße. Ich hatte ihn definitiv. Möchte ich jetzt auch nicht abstürzen. Shit, ist er das? Nein, shit! Okay. Cool. Wir haben ein Zippo. Okay. Ganz ruhig. Nicht so schnell, Cowboy. Sehr wohl. Fuck, das war's.
ziehen alle, glaube ich. Wow. Komm schon! Komm Sorry. Schon! What the fuck? Lampe. Sehr intelligente Idee. Ich würde gerne noch mal überlegen, dass hier ein Pistol ins Wasser gefallen ist. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Wir sind alle am Suchen. Ash! Ashley! Ash! Der nächste, der rumbrüllt. Keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Nee, Kühlschrank ist keiner. Wir haben jetzt keinen Hunger. Gehen wir mal zur Tür. Ah, die Tür leuchtet. Nee, ich hab's. Zack. Was zum Teufel? Loot. Die Reaktion ist schon. Ash! Und auch wir gehen mitten in den dunklen, sehr, ich sag mal so, sicher aussehenden Wald. Diese Kids haben einfach keinen Horrorfilm gesehen. Hab noch nie. Ashley? Ist jemand da, Ashley? Ist jemand da, ja, ja. Ah, gut. Machen das so ganz hochintelligent. Wie im typischen Horrorfilm, wir folgen einfach mal dann. Oh. Was zum Henker? Na, komm mal fragen. Wer tut sowas? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Als Clowns. Was ist das denn? Was ist das? Oh shit! Schweinekopf. Hinweise. Ich weiß jetzt schon, ich werde nicht alle Hinweise finden. Ein Totem. Ein Todestotem. Noch sicherer der Wald. Das macht den Wald richtig sicher. Ein Todestotem. Oh. Geht's hier nicht weiter? Okay. Ja, dem Blut gefolgt. Da oben ist eine Lampe. Muss doch hier irgendwo hingehen. Scheint nicht.
Auch nicht. Dann gehen wir doch mal den anderen Weg lang. So sicher. Sieht da alles so sicher aus hier. Ash! Hier ist ja auch noch blieb. Ash! Dann voll. Ja, schrei noch länger. Lauter. Ash! Ja, Ash, Ash, Ash. Eine ziemlich vertrauenserweckende Hütte. Am Ende eines blutigen Pfades. Mit offener Tür. Gehen wir natürlich rein. Macht man ja so. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen, Joshua und Ash. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher. Direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, oh, nein. Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay. Alles ist bald okay. Ashley, ist ja eigentlich klar, wie ich hier bin. Alter, Kumpel. Oh mein Gott, Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Ja. Ah! Wir retten Ashley. Ashley, du musst nicht sterben! Ich hol dich da raus! Oh. Danke! Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur einkriegen! Bitte! Oh. Nein, Chris! Das ist falsch, nein! Nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Oh, Mann, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Ich hol dich da runter! Psst, hör auf, bitte! Komm, los! Hol dich da runter, komm! Wir müssen hier raus! Es geht ihm gut! Es geht ihm gut! Das wächst wieder zusammen! Nein! Wir müssen weg, okay? Das ist nur eine Fleischwunde. Wird wieder. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Er hat ein
sollte ich denn was tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Na, jetzt beruhigt euch mal, wir müssen weiter. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut, du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Ja, los! Da hat sie das erste Mal eine richtige gute Idee. Auch wenn ich Emily überhaupt nicht mag. Immer noch nicht. Ach, Doktor. Oh. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Läuft alles gut? Kann nicht besser sein. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ja, was wollen Sie? Ist eine gute Frage. Was liegt da eigentlich auf dem Tisch? Das sei... Ich will es gar nicht wissen. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja, ich mach weiter. Natürlich. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Sie sind nicht real. Das kann ich real sein. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube